Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Als erstes einmal ein großes Lob und einen großen Dank an alle Abonnenten, die meinen Kanal schon abonniert habt. Es freut mich irrsinnig, dass diese Zahl ständig weiter wächst und ich hätte eigentlich nie damit gerechnet, dass mein Kanal einmal so eine Einzugsweite haben wird wie bisher. Ich habe auch ein Projekt gestartet, das nennt sich Koi-Ponds Worldwide. Die Idee ist nicht neu, aber ich möchte an jeden, der den Wunsch hat, seinen Teich im Internet zu präsentieren, hier auf meinem Kanal die Möglichkeit dazu bieten. Und wenn ihr da Lust daran habt, dann verwendet die Kommentarfunktion, beziehungsweise könnt ihr mir auch direkt eine E-Mail senden an koiroli@gmx.at. Ich werde mich mit euch in Kontakt setzen und dann werden wir uns überlegen, wie wir das am besten umsetzen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. 20 Jahre Koi-Haltung. Was hat sich in den letzten 20 Jahren geändert? Was ist gleich geblieben? Ich möchte ein bisschen eine Rückschau halten und ich erinnere mich zurück, vor 22 Jahren war hier alles grün. Sowohl die Wiese war grün, einigermaßen grün, und hier hatten wir rundherum einen lebenden Zaun gehabt. Das waren so die Beginne meines Koi-Hobbys. Am Boden hatten wir einen gelben Schlauch ausgelegt, meine Frau und ich. Und dieser Schlauch sollte dann einmal die Umrisse des künftigen Teiches darstellen. Nun und damals sind meine Frau und ich mit der Schaufel und mit der Spitzhacke zugange gewesen, um das erste Teichloch auszuheben. Es war eine sehr schweißtreibende Arbeit, etwas, was sich heute fast niemand mehr antut, sondern jeder holt heute den Bagger. Der fährt ein paar Mal mit der Schaufel rein und man hat einen relativ großen Teich bereits. Das bringt uns auch schon ein bisschen zum Thema Teichbau. Was hat sich geändert? Vor 20 Jahren wurden sehr viele Teiche wie Gartenteiche angelegt. Das heißt, man hat verschiedene Plateaus gebaut. Da hat es eine Seerosenzone gegeben, eine Zone für Sumpfpflanzen, eine Zone für Wasserpflanzen. Man hat es so stufen- oder etagenförmig angelegt, die Teiche. Es ist sehr häufig in den Teich dann auch Bodengrund eingebracht worden in Form von Schotter oder Kies, um den Pflanzen einen Halt zu gewähren und dergleichen. Etwas, was man heute in der Regel beim Koi-Teichbau nicht mehr empfiehlt, was man nicht mehr rät, sonst heute geht man sehr stark dazu über, dass im Prinzip, sage ich, ein Pool ist, also ein steriles Becken mit einer entsprechenden Filteranlage, um dann die Wasserqualität herzustellen. Ihr seht vielleicht auch im Video, meine Fische sind gerade beim Ableichen. Auch das hat sich in den letzten 20 Jahren, sage ich einmal, insofern bei mir jetzt geändert, dass sie vor 20 Jahren nicht abgeleicht haben. Der Laichprozess selbst ist dasselbe geblieben. Da hat sich nichts geändert in 20 Jahren. Die Fische sind genauso stürmisch wie vor 20 Jahren. Und letztendlich, wenn ich so wie ich jetzt den Laich im Teich belasse, dann wird der Laich von den Fischen aufgefressen. Wobei man hier dazu sagen muss, da kommt es wieder darauf an, habe ich ein steriles Becken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Laich einmal Fische schlüpfen, sehr gering. Im Gegensatz dazu habe ich jetzt einen naturnahen Teich, da ist die Chance sehr groß, dass sich immer irgendwo Fische oder Fischeier entsprechend, sage ich einmal, geschützt abfallen oder ablegen und dass dann auch Jungfische entstehen. Aber das soll es nur am Rande sein. Kommen wir zurück zum Teichbau wieder. Der Teichbau, wie gesagt, heute bei modernen Teichen, senkrechte Wände, flacher Boden, einen Bodenablauf, mindestens einen Bodenablauf am Boden, je nach Größe des Teiches dann auch mehr. Man versucht dann Skimmer einzubauen, um den Oberflächenschmutz möglichst schnell abzuziehen. Also von der Teichtechnik her, vom Teichbau, sage ich, sind wir heute sicher weiter wie vor 20 Jahren. Nicht zuletzt ist es natürlich der gewaltigen Informationsflut geschuldet, auf die wir heute zugreifen können. Denn vor 20 Jahren, und das werden so manche Junge sich gar nicht vorstellen können, da steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Das heißt, die Informationsflut, die wir heute aus dem Internet ziehen können, die hat es damals nicht gegeben. Und eigentlich kann man sagen, genauso wenig wie die Informationsflut im Internet war, so wenig war auch allgemein der Zugang zu Informationen jetzt betreffend den Koi-Teich. Und ich weiß das noch selbst, wir sind viel herumgefallen, wir haben viel geschaut, aber in der Regel so typische Koi-Teiche, wie man die heute kennt, das war nur ganz, ganz selten zu sehen. Am ehesten vielleicht noch bei einem Fischhändler, der ihm Koi verkauft hat.
Aber ein Privatteichen war es, wie gesagt, meistens ein Gartenteich, der typische Gartenteich, in dem halt dann Koi geschwommen sind und irgendwo war am Rande dann vielleicht noch ein kleiner Zusatzfilter installiert. Also vom Teichbau her hat sich da sicher vieles getan. Es ist auch meiner Meinung nach jetzt vom Teichbau her wesentlich leistbarer geworden. Das heißt, ein Bodenablauf, der kostet heute kein Geld mehr. Ein Skimmer, der kostet heute kein Geld mehr. Das sind Dinge, die sind relativ günstig zu erwerben, auch wenn es jetzt um die Teichtechnik geht. Vielleicht machen wir da gleich weiter. Teichpumpen. Man kann heute günstige, gute Teichpumpen kaufen. Etwas, was es früher, sage ich mal, in der Menge, in der Flut überhaupt nicht gegeben hat. Da waren ein paar etablierte Marken, die es auch heute noch gibt, aber die haben halt dann für ihre Produkte auch entsprechendes Geld verlangt. Ja, wenn wir schon bei der Teichtechnik sind, kommen wir zur Filtertechnik. Was hat sich da geändert? Der grundsätzliche Ablauf der Teichfilterung, der ist gleich geblieben. Mechanischer Filter, biologischer Filter, chemischer Filter. Diese drei Filterarten, diese drei Filterstufen, die haben sich in den 20 Jahren nicht geändert. Was sich geändert hat, ist das ganze Management, das Handling dieser Filtertechnik. Hat es vor 20 Jahren so gut wie keine Trommelfilter gegeben, ein Endlosbandfilter hat es gar noch nicht gegeben, sondern vor 20 Jahren hat man mehr gearbeitet mit Vortex, Absetzkammern, mit Bürstenfiltern, mit Japan-Mattenfiltern, mit, ich kann mich noch gut erinnern, Aquarock war so ein Filtermedium für die Biologie, das ja jeder irgendwo in seiner Kammer untergebracht hatte. Da hat es dann diese Center-Vortex gegeben, diese Reihen-Vortex-Filter. Also die Filtertechnik damals war, sage ich mal, verhältnismäßig simpel aufgebaut im Vergleich zu heutiger Technik. Wenn ich sage, ich nehme jetzt einen Trommelfilter zum Beispiel her, wo ich einen elektrischen Anschluss brauche, wo ich eine Steuerung dazu habe, wo ich einen Wasseranschluss brauche, einen Kanalanschluss brauche, all diese Dinge, die waren natürlich bei diesen einfach gestrickten Filtern, die es vor 20 Jahren in erster Linie gegeben hat, nicht notwendig. Auf der anderen Seite hat man vor 20 Jahren damit begonnen, dass man gesagt hat, okay, diese Bürstenfilter damals, so wie sie damals gebaut waren, die waren einfach sehr wartungsintensiv. Und es hat keiner Spaß gehabt, am Sonntag da 40 Bürsten aus seinem Filter zu holen, die dann einzeln mit einem Hochdruckreiniger oder mit einem Gartenschlauch abzuspritzen. Das war eine dreckige, schmutzige Arbeit. Und so hat man sich relativ bald dann Gedanken gemacht über selbstreinigende Filter. Man hat dann begonnen, in einen großen runden Vortex zum Beispiel in der Mitte einen Siebfilter einzubauen. Die haben sogar Sifi geheißen, also Siebfilter, Sifi. Da hat es dann auch verschiedene Marken gegeben. Das war einfach ein runder Siebkorb, wo von innen nach außen mit Wasser versucht wurde, den Schmutz von der nächsten Kammer fernzuhalten. Im Prinzip kann man sagen, ein umgekehrter Trommelfilter, nur dass in dem Fall jetzt der Schmutz, der verhindert wurde, dass er nicht in die nächste Kammer geht, hat sich halt dann in der ersten Kammer abgesetzt, der hat sich dort gesammelt. Man hat dann halt nur manchmal den Bodenschieber ziehen müssen, um diesen Schmutz zu entfernen. Wie gesagt, diese Systeme wurden relativ schnell dann durch den Trommelfilter ersetzt, weil der Trommelfilter halt den Charme hat, dass man den Schmutz nicht sammelt, sondern dass der sofort aus dem Systemteich entfernt wird. Wenn ich jetzt aktuell die Situation am Teichsektor betrachte, dann kommt mir das so vor wie bei der Mode. Alles kommt irgendwann wieder, denn heute sind Bürstenfilter wieder in vieler Munde. Der Bürstenfilter wird wieder modern, er wird wieder publik gemacht. Und so wie es bei der Mode ist, wo halt die, ich sage jetzt, das Stretch Jean wieder kommt, aber nur das Material heute halt etwas Neues ist, aber die grundsätzliche Funktion dieselbe, so ist es eigentlich auch beim Bürstenfilter meiner Meinung nach. Das System ist gleich geblieben. Der Tragekomfort, sprich jetzt der Behandlungs- oder nicht Behandlungs-, sondern der Reinigungsaufwand, sagen wir mal so, ist etwas eleganter geworden. Beim modernen Bürstenfilter brauche ich nicht mehr die ganzen Bürsten aus dem Filter herausheben, sonst kann die Bürsten im Filter reinigen.
Und meiner Meinung nach hat ein Bürstenfilter genauso seine Berechtigung am Kohlteich wie ein Endlosbandfilter, ein Fließfilter oder andere technische Filter. Und ich will da jetzt gar nicht auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Filterungsarten eingehen, denn dazu könnte man stundenlang eigene Videos drehen. Und wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, dann schreibt es in die Kommentarfunktion. Dann werde ich meine Sicht der Dinge nochmal vielleicht einen Vergleich zu bringen. Was ist der Vorteil von Bürstenfilter im Vergleich zu jetzt einem Endlosbandfilter? Weil das ist etwas, wo ich mitsprechen kann. Aber in diesem Video möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Mit der Filtertechnik hat sich natürlich auch geändert, dass man heute andere Wasserumsatzmengen anstrebt. Ich denke, ja, sag ich. Ich denke da jetzt zurück an meine Beginne. Da hat es vollständig ausgereicht, wenn man sagt, alle 4 bis 5 Stunden wird einmal der gesamte Teichinhalt umgewälzt. Das war damals Stand der Dinge, aufgrund der Filtergröße, die es damals gegeben hat, aufgrund vielleicht auch dem Wissen, das damals vorhanden war, hat man gesagt, wenn du deinen Teich alle 4 bis 5 Stunden oder viermal am Tag durch den Filter schickst, dann reicht das vollkommen aus. Nun, heute sprechen wir von Wasserumwälzungsraten, dass man sagt, ich muss den gesamten Teichinhalt einmal in der Stunde durch den Filter schicken, vielleicht sogar 1,5 bis 2 Mal. Und für mich macht man da immer ein bisschen Gedanken darüber, dass ich sage, warum diese Entwicklung, warum dieser Trend? Und persönlich habe ich das Empfinden, der Trend kommt daher, dass viele Koi-Liebhaber heute zu Hause einen Teich pflegen, wie es der Koi-Händler vor Ort hat, wo man die Fische kauft. Die Teiche sind zwar vom Volumen größer wie vor 20 Jahren, weil vor 20 Jahren war ein 10.000 Liter Teich ein Riesenteich. Und heute sagt man, bei 10.000 Liter bist du dir sicher, ob du da überhaupt Koi halten willst. Also man hat zwar größere Teiche, vielleicht 20, 30, 40.000 Liter, aber man pflegt in den 40.000 Litern Wasser so viele Koi, wie es der Händler bei sich im Verkaufsbecken schwimmen hat. Das heißt, man hat einen Teich, der hat 40 Kubikmeter und da sind 50 Fische drin. Und wenn ich natürlich meinen Teich jetzt mit so vielen Fischen bestücke, dann brauche ich eine entsprechende Teichtechnik dazu. Dann brauche ich natürlich diese Umwälzrate einmal in der Stunde, um den Kot, um die Ausscheidungen der Fische aus dem Teichkreislauf herauszubekommen. Dann muss ich das entsprechend groß alles dimensionieren. Dann muss ich natürlich die Umwälzrate entsprechend anpassen. Hätte ich heute einen Teich mit 50 Kubikmeter, in dem vielleicht nur 15 Koi schwimmen, dann bin ich davon überzeugt, dass der Teich mit einer Umwälzrate von alle 4 bis 6 Stunden hundertprozentig funktionieren würde und man bräuchte weder diese, ich will jetzt nicht sagen übertrieben großen, aber diese riesengroßen Filteranlagen. Man bräuchte sicher nicht diese megamäßige Filtertechnik, die man heute verwendet. All diese Dinge, sprich Endlosbandfilter, Trommelfilter, 10% Biovolumen, Teichumwälzung einmal pro Stunde, die sind letztendlich meiner Meinung nach nur dem einen Grund geschuldet, dass man einfach versucht, sehr, sehr viele Fische in relativ kleinem Wasservolumen zu pflegen. Also für alle, die jetzt in das Hobby Koi vielleicht auch einsteigen möchten, das ist eigentlich für mich der springendste Punkt generell bei dem ganzen Hobby. Überlegt euch, was will ich haben? Wenn ihr zum Koi-Händler fahrt und ihr seht den Showteich, sage ich einmal dort, und sagt, das ist der Teich, den will ich auch bei mir zu Hause haben, dann müsst ihr das genauso bauen wie der Händler. Ihr braucht entsprechende Umwälzraten, ihr braucht entsprechende große Filter, dann macht das Ganze Sinn. Wenn es aber jemand seid, der sagt, okay, ich will eigentlich nur 5 bis 10 schicke Koi in meinen Teich pflegen und ich habe die Möglichkeit, denen 20 bis 30.000 Liter Wasser zur Verfügung zu stellen, dann braucht ihr keinen riesigen Filter, dann braucht es möglicherweise keinen hochtechnologisierten Teich. Dann braucht ihr keine extrem starken Pumpen, die sehr viel Wasser umwälzen. Dann kann man das Hobby auch wirklich günstig, unter Anführungszeichen, betreiben und mit relativ geringem Aufwand. Der Aufwand steigt einfach mit der Anzahl der Koi. Das ist ganz einfach. Jeden Fisch, den ich hinzusetze im Teich, bedeutet im Umkehrschluss mehr Pflegeaufwand.
Pflegeaufwand in Form von Frischwasser, Pflegeaufwand in Form von biologischen Filter, Pflegeaufwand vielleicht bei Medikamentation und dergleichen. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, vielleicht noch, was sich geändert hat in den letzten 20 Jahren, und das sind auch die Kühe selber. Der Kuh ist Kuh geblieben, ganz klar. Es ist jetzt keine neue Rasse entstanden. Aber was die Züchter in den letzten Jahren extremst forciert haben, das sind sogenannte Superjumbos oder Muskelkühe. Vor 20 Jahren galt der Kuh mit 70 cm als Jumbo-Kuh. Und jeder, der einen Kuh mit 70 cm gehabt hat, hat etwas Besonderes in seinem Teich schwimmen gehabt. Etwas, wo jeder gesagt hat, Wahnsinn, unglaublich, das gibt es nicht. Ungefähr so, wie wenn wir heute einen Kuh mit über einem Meter schwimmen haben. Das heißt, die Fische werden jetzt möchte man sagen, 30 cm größer als wie damals. Hat es früher extrem viele Kühe gegeben, die vielleicht ausgewachsen nur 50 cm waren, vielleicht nur 60 cm. So ist heute der Trend extrem zu noch größeren Kühen. Ein guter Dreijähriger, sagt man heute, der muss 70 cm haben. Etwas, was vor 20 Jahren Kühe nach 10 Jahren erreicht haben, diese 70 cm. Und jetzt weiß ich es nicht, liegt es daran, dass ich sehr viele Kühe in meinem Teich pflege, die schon älter wie 10 Jahre sind. Bei mir ist es immer noch so. Ich brauche 10 Jahre, um aus einem Tosai einen 70 cm Kuh zu machen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich einfach vielleicht mit der Futtermenge nicht dem Trend folge und da Unmengen an Futter in den Teich schmeiße. Denn das ist wieder der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Viele Fische bedeutet oft viel Futter. Viel Futter heißt, ich brauche entsprechende Teichtechnik. Ja, und so ergibt dann das eine das andere. Ob jetzt diese Maskelkuh, ob einem die gefallen oder nicht, das ist ein persönlicher Geschmack. Das ist etwas, was sich auch geändert hat, und ich möchte das auch jetzt ganz offen ansprechen, dass viele der Jumbos, die heute angeboten werden, wo man heute sagt, wow, der hat einen super Stirnacken, das wird einmal ein richtig bulliger, kräftiger Kuh. Diese Kuh waren vor 20 Jahren Ausschuss. Diese Kuh hat man aussortiert, und ich kann da bei mir in alter Literatur nachsehen, da ist das absolute No-Go, ein Ausschlusskriterium aus der damaligen Zeit, der Stirnacken. Das war einfach für einen Kuh nicht schön. Marketing macht es möglich. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, die Geschmäcker ändern sich im Laufe der Zeit. Und das, was vielleicht die Frisur, die meine Eltern vor 20 Jahren gehabt haben oder die ich vor 20 Jahren gehabt habe, die gefällt mir heute auch nicht mehr. Also ganz egal, es ist wie es ist. Die Kühe haben sich verändert. Sie haben sich auch verändert, wenn es um Robustheit und Stabilität geht. Denn in den letzten Jahren, vor, schätze mal, 15 Jahren ist das Schreckgespenst Kuhherpesvirus eingezogen in der Kuhszene. Dieses Kuhherpesvirus gibt es schon wesentlich länger, aber damals war eine Zeit, wo es in großen Stile wirklich in sehr vielen Teichen ausgebrochen ist, wo es sehr viele Totalausfälle in Teichen gegeben hat. Mittlerweile sprechen wir über die CEV-Schlafkrankheit, die fast in jedem Teich irgendwann einmal kommt. Wir sprechen über bakterielle Infektionen, wo Tierärzte verzweifeln, weil sie fast keine Medikamente mehr finden, um diese bakteriellen Infektionen in den Griff zu bekommen. Das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Zeichen der Neuzeit. Vor 20 Jahren, kann man jetzt sagen, hat man es einfach nicht gewusst. Oder, das ist meine feste Überzeugung, vor 20 Jahren hat es das einfach nicht in diesem extremen Ausmaß gegeben wie heute. Wahrscheinlich auch dadurch geschuldet, dass vor 20 Jahren nicht so viele Kühe gezüchtet wurden, nicht so viele Kühe verkauft geworden sind. Und wenn man sich einmal überlegt, wie viele Kühe jährlich nach Europa importiert werden, dann noch dazu kommen die Kühe, die in Europa gezüchtet werden, dann müsste man denken, in jedem Garten müssten eigentlich Kühe schwimmen. Aber letztendlich zeigt es nur eins auf, wir wissen, dass das Kühe-Hobby immer noch im Vergleich zu anderen Hobbys ein sehr kleines, sehr spezielles Hobby ist,
Es zeigt einfach auf, wie viele Fische jedes Jahr verenden, wie viele Fische jedes Jahr sterben, nicht zuletzt an modernen Krankheiten, wo, ich will jetzt gar nicht sagen, wo man vielleicht falsch behandelt, sondern wo viele Koi-Liebhaber einfach überfordert sind mit der Situation. Und wenn man sich einmal so eine Krankheit in den Teich geholt hat, alle, die das schon mal gehabt haben, die wissen das, dann ist man verzweifelt und es bleibt einem oft wirklich nicht sehr viel Zeit zu handeln. Wenn man da nicht sofort die richtigen Maßnahmen setzt, dann ist der Schaden da. Und gerade bei diesen CEV-Schlafkrankheiten oder beim Koi-Herpes-Virus sowieso, auch bei der bakteriellen Infektion, ist leider die Sterberate der Fische sehr hoch. Ja, so viel ein paar Gedanken zum Thema, was hat sich in den letzten 20 Jahren der Koi-Haltung geändert, was ist gleich geblieben. Das, was absolut gleich geblieben ist, und das wird sich hoffentlich auch in der Zukunft nicht ändern, das ist einfach diese Faszination Koi. Und gerade gestern waren wieder Leute bei mir, Fische aus der Hand zu füttern, ein Koi aus der Hand fressen, Fische zu streicheln. Das ist einfach so ein Erlebnis, so ein Gefühl, so etwas Unglaubliches, was einfach dieses Hobby zu ganz, ganz was Speziellem macht. Und ich kann an jeden, der überlegt, sich vielleicht Koi zuzulegen, da nur ermuntern, dass er da wirklich sich Gedanken macht, wie er das bei ihm zu Hause umsetzen kann. Denn es ist ein sehr schönes Hobby. Man bekommt viel zurück, aber nichtsdestotrotz sollte man sich gut überlegen, gut informieren im Vorfeld, was man macht, wie man es umsetzt. Und gerade in der heutigen Zeit, und das ist der große Vorteil vielleicht, dass man so viele Informationen hat, zu jedem Thema findet man etwas. Und es gibt heute auch, trotzdem, dass eigentlich ein spezielles Hobby ist, fast überall Leute, die bereit sind, ihre Teiche zu präsentieren, die bereit sind, über Vorteile, über Nachteile zu sprechen, wo man einfach dann im Endeffekt schauen kann, was denn für einen persönlich jetzt das Ideale ist. Ja, bevor es jetzt zu regnen beginnt, werde ich dieses Video beenden. Es ist eh lang genug geworden. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Ihr dürft gerne meinen Kanal weiterempfehlen. Wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Euren Fischen geht es gut und in der Zwischenzeit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal, euer Roland Hohn.